Ja, herzlich willkommen in Nürnberg, vielen Dank. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen, wieder mal in Bayern zu arbeiten. Ich möchte heute eine Trendvisionen von Wella und meine Vorstellung hat diese umgesetzt Ihnen vorstellen, wie wir heute Erfolg im Salon haben. Bei den Profi-Mannequins kann man ja immer ein bisschen kreativer arbeiten, ein bisschen extremer die Mode, die Frisurmode zeigen, um einfach zu verdeutlichen, was halt neu ist, was kommen wird. Und was neu ist, sind auf jeden Fall kurze Haare. Ich denke, das ist für uns ganz schön, als Friseure wieder Haare zu schneiden. Kurze Haare haben wir eigentlich lange nicht mehr gehabt. Wir haben jetzt stark diese Bobformen. Victoria Beckham war der Trendsetter gehabt. Gott sei Dank hat die Frau sich auch endlich mal die Haare abschneiden lassen und trägt jetzt auch kurze Haare. Aber das ist, glaube ich, das, was neu sein wird. Kurze Haare und lange Haare dann schön gestylt. Wir zeigen einmal bei der Ruth. Wenn du einmal nach vorne gehst, halt, kurze Haare dürfen aber nicht gleichmäßig geschnitten sein. Kurze Haare muss irgendwo Individualität beinhalten. Das heißt, unterschnittene Haare, Undercuts mit langen Deckhaaren, Ponypartien auch weiterhin ein großes Thema. Wie wir das umsetzen, bleibt Ihnen halt frei überlassen. Auf jeden Fall soll die Kurzhaarfrisur individuell sein und passend zum Typ der Trägerin und irgendwo noch witzige Längen und verschiedene Haarlängen und Strukturen beinhalten. Ganz großes Thema auch blonde Haare, auch bei Anastasia, wie bei Ruth hat, blonde Haare, sehr hellblond mit warmen Blondtönen gemixt, also nicht nur sehr weißes blondes Haar, sondern wirklich Changierungen, die von aschigen Blondtönen zu warmen Blondtönen ein harmonisches Gesamtspiel ineinander geben. Und wenn wir Bobformen schneiden, finde ich, müssen sie wieder ganz stumpf weg von diesem ganz ausgefransten, so ein bisschen Zukunfts-Utopia-mäßig halt Haare, die stumpf geschnitten sind, sehr kurz in der Bobform mit tollen Ponypartie und sehr gerade und einfach eine tolle Haarfarbe haben. Dankeschön, Anastasia. Ja, dann ein anderes Thema halt auch zu den glatten Haaren. Wir haben ja jetzt geglättet und geglättet immer weiter als Friseure. Ich glaube, mehr glätten kann man nicht mehr. Und daher finde ich ganz toll, dass halt auch wieder bewegte, lockige Haare kommen. wie uns hier Marion zeigt. Einmal ein kurzer Schnitt halt wirklich mit Naturlocke. Sie hat naturgewelltes Haar, mit dem Curler ein bisschen nachgearbeitet, viel Glanzprodukt in die Haare rein und es darf wieder Volumen sein. Wir haben einmal im Kurzer-Bereich diese ganz kleinen Köpfe und dann alles, was länger wird, halt sehr volumige Köpfe bei Langhaar, Big Hair. Und hier in dem Bereich darf wieder halt auch die Form etwas runder sein, auch aber wieder verschiedene Längen. Wir haben die Ponypartie länger gelassen, hinten das Haar konvex geschnitten, in eine leichte spitze Form und einfach mal auch diese naturgewellten Kurzhaarformen wieder eine andere Struktur und eine andere Richtung zu geben. Dankeschön, Marion. Dann zeigt Ira uns halt hier lange Haare hochgesteckt, auch jetzt gerade für Herbst-Winter ein großes Thema, denke ich, aber auch von der Frisurenform wieder Big Hair. Wir haben die Seiten, in Nackenpartien werden sehr schmal, glänzend gesteckt und oben darf das Haar auch wieder topiert, ein bisschen unfrisiert aussahen, weil es einfach ein bisschen sexier aussieht, natürlicher, als wenn wir es einfach zu exakt, zu schön legen. Und so ist ein ganz guter Trend. Wir sehen es auch in der Werbung von Marc Cain halt. Haare werden auch im Langhaarbereich gerade wieder sehr viel aus der Stirn frisiert. Das hatten wir jetzt ja jahrelang auch nicht mehr gehabt. Wenn lange Haare, Pony oder halt diesen schrägen Pony geglättet. Aber jetzt einfach wieder mal Haare aus dem Gesicht, weil ich denke einfach, die Kleidung wird eleganter und ein Haar aus dem Gesicht frisiert, ein tolles Make-up. Da wirkt die Kundin einfach toll und sogar ein wenig sexy. Dankeschön. Ja, da bedanke ich mich erstmal bei meinen Mannequins. Wir sehen uns gleich nochmal. Herzlichen Dank. Ja, und ein bisschen Haare schneiden, ein bisschen Technik, Farbe, Haarschnitte möchten wir Ihnen auch präsentieren. Und da habe ich jemanden mitgebracht. Einmal die Leiterin des Studio Weller Teams in Leipzig. Peggy, darf ich bitte nach vorne bitten, die die ganzen Haarfarben der Mannequins gemacht hat und Ihnen auch live jetzt auf der Bühne neue Farb- und Farbtrends zeigen wird. Hallo Peggy. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen.